Jewel Armstrong mit Rita an der Außenseite, dicht auf Kimberly Sue Wish mit Kaiser Greenwood, dann eine deutliche Lücke zu Major Sheba mit Andiana Sophie an der Innenseite. Die ersten vier haben sich im Moment etwas absetzen können, das ganze Ausgangs des Hans-Brocker-Bogens. Und Jewel Armstrong führt die Teilnehmer letztmalig in die Gegenseite mit Rita an der Außenseite. Kimberly Swish dicht auf, dann Kaiser Greenwood an vierter Stelle. Auch die Verfolger sind jetzt heran mit Kervin Pasel an der Innenseite. Ende gegenüber ist erreicht. Es geht in den Schlussbogen. Und Kimberly Swish jetzt im Rush mit einem Vorteil. Kann das bis ins Ziel verteidigt werden? Das ist die große Frage. Kimberly Swish kann sich deutlich absetzen im Moment von Jewel Armstrong. Und Kimberly Swish erreicht als erstes Pferd mit Vorsprung die Trotto.de Zielgerade. Kimberly Swish ist klar voraus. Da kommt auch nichts mehr. Jeanne d'Arc übernimmt jetzt die zweite Stelle, dann kämpft Jewel Armstrong, aber vorne alles klar. Kimberly Swish, dann Jeanne d'Arc, dann Jewel Armstrong. Knappes Ende auf dem vierten Platz. Vorläufig auf der Siegerparade die 12 Kimberly Swish mit Dennis Minema im Besitz des Stalles PD. Glückwunsch zu dieser famosen Vorstellung. Es war ja schon fast eine Demonstration. Glückwunsch. Kimberly Swish siegt überlegen mit 9 Längen, die weiteren Abstände 6, 1,5, eine halbe Länge und kurzer Kopf, Siegerzeit 1:16:08. Und diesmal hat es geklappt, das vierte Rennen ist ab, Fleur d'Opaline mit Schwierigkeiten, folgt Fehler von Key West Newport beim Bemühen, die Spitze zu bekommen. Und Kaiser Greenwood hat jetzt das Kommando übernommen und Key West Newport nach dem Fehler aus der Partie. Kaiser Greenwood war vorn. Inzwischen hat Jewel Armstrong das Kommando übernommen. Mitte gegenüber Jewel Armstrong, Kaiser Greenwood, dann ist Rita auf dem Vormarsch, übernimmt die dritte Position. Wie sieht es am Schluss aus? Fleur d'Opaline mit Vamos und Harry Flinier. 1:13:02, der erste Zwischenzeit. Also eine flotte Fahrt vorgelegt von Kaiser Greenwood. Außen ist Rita jetzt auf dem Vormarsch, geht an Jewel Armstrong heran. Knapp eine Runde ist jetzt zurückgelegt. Jewel Armstrong mit Rita an der Außenseite, dicht auf Kimberly Swish mit Kaiser Greenwood. Dann eine deutliche Lücke zu Major Sheba mit Andiana Sophie an der Innenseite. Die ersten vier haben sich im Moment etwas absetzen können, das ganze Ausgangs des Hans-Brocker-Bogens. Und Jewel Armstrong führt die Teilnehmer letztmalig in die Gegenseite mit Rita an der Außenseite. Kimberly Swish dicht auf, dann Kaiser Greenwood an vierter Stelle. Auch die Verfolger sind jetzt heran mit Kervin Pasel an der Innenseite. Ende gegenüber ist erreicht. Es geht in den Schlussbogen. Und Kimberly Swish jetzt im Rush mit einem Vorteil.
Kann das bis ins Ziel verteidigt werden? Das ist die große Frage. Kimberly Swish kann sich deutlich absetzen im Moment von Jewel Armstrong. Und Kimberly Swish erreicht als erstes Pferd mit Vorsprung die Trotto.de Zielgerade. Kimberly Swish ist klar voraus. Da kommt auch nichts mehr. Jeanne d'Arc übernimmt jetzt die zweite Stelle, dann kämpft Jewel Armstrong, aber vorne alles klar. Kimberly Swish, dann Jeanne d'Arc, dann Jewel Armstrong, knappes Ende auf dem vierten Platz. Da wurde es eng, Major Schäber war dabei, ebenso Indiana Sophie und noch jemand. Warten Sie bitte die vorläufige Platzierung in Bezug auf die Viererwette ab.